Hallöchen und willkommen jetzt zurück zum Bombenspiel, weil ich den Namen nach wie vor nicht kenne, wieder zusammen mit Erik. Hallo. Er ist professioneller Entschärfmeister und ich bin professioneller Entschärfer. So, wir sind jetzt hier bei, wie hieß, 3.2, Sometimes Different. Haben 5 Minuten, 3 Module und 3 Strikes. Ey, wir sind bei Top 85%. Richtig gut. Beim Rang? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Ich denke mal, wir sind einfach die 85 Besten oder so. Also bei den 85 besten Prozent. Ich hab 15% hier noch schlechter als wir. Dunkel war es der Mundschienhelle, jetzt geht's los. Wir haben einmal. Einmal Kabel, einmal so ein. Farbending? Ja, Kabel. Normale Kabel sind das hier, ne? Die einfachen. Ja. Wie wir viele? Haben 4 Kabel. Okay. Gibt es mehr als einen roten? Ne, gibt gar keinen. Ist der letzte Draht gelb? Ne, blau. Gibt es genau einen blauen? Ne, 3. So, dann kann es nicht mehr als einen gelben geben, es wenn du insgesamt vier hast. Es gibt keinen gelben. Ja. Es gibt nur einen weißen. Der zweite Draht. Gut, perfekt. Okay, dann das Zahlending, nicht Zahlending, das Farbending oder so einen anderen komischen Draht. Hier in mit A, B, C und 1, 2, 3. Mach mal erstmal die Farben. Die Farben, okay. Rot blinkt. Rot blinkt. Ich brauche die Seriennummer von deiner Bombe, ob da ein Vokal drin ist. Nee. Kein Vokal. So, rot blinkt, hast du gesagt. Ja. Dann blau. Ja. Rot und blau. Dann blau und gelb. Blau und gelb, ja. Rot, blau, blau. Rot, blau, blau. Also blau, gelb, gelb. Blau, gelb, gelb. Oh komm, Becker, geh aus. So. Ach, ich entschärft, okay. Dann haben wir jetzt nur noch das Ding 1, 2, 3 und ABC. Dieses komische Kabelding. Ach so. Also, ABC. 1, 2, 3 ist links und ABC ist rechts. Oh, och nee. Fehlt das in der Anleitung, oder was? Nee, das ist furchtbar kompliziert, dieses scheiß Ding. War auch immer so ein Ding, was wir nie kapiert haben. So, dieses Modul enthält mehrere Ebenen mit Drähten, aber immer nur eine Ebene sichtbar wechseln. Mit Hilfe der roten Pfeile wechseln nicht zwischen den Ebenen, solange nicht alle notwendig. Ich habe mir jetzt nicht gleich. Okay. Was für Farben hast du? Von 2 schwarze und ein roter. Okay. Wenn der rote an einem C endet, dann den durchschneiden. Nee. 3B ist das, der rote. Okay. Und 2 schwarze hast du gesagt. Ja. So, der erste schwarze ist bei A, B oder C, dann durchschneiden. Nee, ist es ja, ja. Ja,
Wir haben und okay, warte, wir sind bei der nächsten Runde 4, 5 und 6 und dann ABC. Und wir haben 3 Drähte. Wieder. 4, 5, 6, ja. Die Frage ist nur, welche Farbe die Drähte haben. 2 rot, einer ist schwarz. So. Ach. Hilfe, wir haben nur noch ein paar Sekunden, ich schneide jetzt irgendwas durch. Ja. Aber ich verstehe jetzt dieses Kabelspiel. Ich brauche die Information von der Zahl, also meinetwegen 1, was da für eine Drahtfarbe dranhängt. Das ist die Information, die ich brauche, und dann die 1, welche Farbe der Draht hat. Okay. Ja, ich mache einfach jetzt nochmal hier. Ja.